Fluch oder Segen, was Selfies mit uns machen. Das ist der Titel unserer heutigen Diskussionsrunde live aus dem Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig. Herzlich willkommen zu Hause an den Bildschirmen, auch im Namen unserer Direktorin Dr. Uta Bredschneider. Es ist die erste Veranstaltung, die wir im Rahmen der Wechselausstellung Immer Ich, Faszination Selfie durchführen können. Mein Name ist Henrike Girmond. Ich hatte das Vergnügen, als Projektleiterin zusammen mit einem wundervollen Team diese Ausstellung zu realisieren. Heute führe ich Sie als Moderatorin durch die Veranstaltung. Mit mir auf der Bühne darf ich kurz vorstellen, ich begrüße Dr. Anne-Kathrin Kohut und Professor Dr. Wolfgang Ulrich. Herzlich willkommen. Ich bin froh, dass zwei so versierte Selfie-Experten mit von der Partie sind. Diese Veranstaltung ist eine Kooperationsveranstaltung mit F-Stop, dem 9. Festival für Fotografie hier in Leipzig, das seit dem 26. Juni nur noch bis 4. Juli hier seine Zelte aufgeschlagen hat. Die Vertreterin von F-Stop, Kuratorin Dr. Susan Bright, konnte leider nicht live hier anwesend sein. Sie wird uns aber über via Zoom einige Statements beitragen. Selfies haben unseren digitalen wie unseren analogen Alltag schon längst erobert. Sie sind universell, allgegenwärtig, faszinierend, überraschend vielschichtig, aber auch extrem polarisierend. Rund 93 Millionen Selfies sollen schätzungsweise tagtäglich in den sozialen Netzwerken gepostet werden. Es boomt. Auf der anderen Seite eilt dem Phänomen Selfie ein wirklich schlechter Ruf voraus und vor allem auch den Fotografen. Die Generation Selfie sei selbstverliebt und handysüchtig, ist eins der wichtigsten Vorurteile, die immer wieder zu hören sind. Und diesen Vorurteilen wollen wir auf den Grund gehen. Wir wollen die Chancen und Risiken abklopfen und schauen, ob bei der Selfie-Kultur nicht doch der eine oder andere Vorteil mit dabei ist. Ich darf noch mal ganz kurz unsere Experten vorstellen. Frau Dr. Kohut, Selfies sind Teil einer Erzählkultur, einer neuen Mündlichkeit, die durch Echtzeitkommunikation entsteht. Dieses Zitat habe ich von Ihnen herausgesucht. Sie sind sehr vielseitig aufgestellt, Germanistin, Kunstwissenschaftlerin und Fotografin. Freie Autorin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Siegen, geben die Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik heraus und haben den Blog sofrischsogut.com, jetzt machen wir gleich Werbung, über Kunst und Internetphänomene. Sie geben zusammen mit Professor Ulrich die digitalen Bildkulturen heraus und hier haben Sie 2019 den Band Netzfeminismus. Ich halte es mal in die Kamera und auch hier machen wir ein bisschen Werbung. Frau Kohut, nochmals vielen Dank, dass Sie mit dabei sind. Ich danke Ihnen. Als Millionen über Millionen weltweit damit anfingen, sich selbst zum Bild zu machen, begann nicht weniger als eine neue Phase der Kulturgeschichte. Dieser Ansicht ist Professor Dr. Ulrich. Bis 2015 Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie in Karlsruhe, seither freiberuflicher Autor, Kulturwissenschaftler und Berater hier in unserem schönen Leipzig. Sie betreiben den Blog Ideenfreiheit. In der Kunstzeitschrift Art lese ich immer wieder gerne Ulrichs Bilderseminar oder Bildseminar und wie gesagt Co-Herausgeber der digitalen Bildkulturen. Und Ihr blaues Bändchen über Selfies war uns bei den Vorbereitungen der Ausstellung ständiger Ratgeber und Begleiter. Nicht mit auf der Bühne ist Dr. Susan Bright von F-Stop. Wie ich bereits erwähnte, sie konnte leider pandemiebedingt nicht aus England anreisen. Sie publizierte vor einigen Jahren ein sehr viel besprochenes Werk über die Selbstporträts in der zeitgenössischen Fotografie. Seit 2000 arbeitet Dr. Bright als freiberufliche Künstlerin. Was erwartet sie in dieser Stunde? 60 Minuten spannende Unterhaltung. Sie dürfen dreimal an Abstimmungsmodulen zu Abstimmungsmodulen beitragen.
eigene Fragen an unseren Experten und unsere Expertin stellen. Und zur Einstimmung lade ich Sie jetzt einfach ein, einen kurzen virtuellen Rundgang mit uns durch die Ausstellung Immer ich Faszination Selfie zu machen. Film bitte an. Ich mache ein Selfie, ein Bild von mir selbst. Mark Foster, wunderbar. Wir beginnen mit unserer ersten Abstimmungsrunde gleich zum Aufwärmen. Wir haben dafür ein digitales Tool vorbereitet, das nennt sich Mentimeter. Viele von Ihnen werden es bereits kennen. Wir blenden eine Folie ein, darauf sehen Sie zwei Möglichkeiten, wie Sie sich einloggen können. Zum einen über die Website menti.com und zum anderen über den QR-Code. Dieser QR-Code bleibt übrigens die ganze Zeit links im Bildschirm oder irgendwo auf dem Bildschirm klein eingeblendet, also Sie können jederzeit wieder sich einloggen. Darüber hinaus finden Sie den Zugangscode im Chatverlauf auf Ihrem Bildschirm. Sie haben während der Veranstaltung schon ständig die Möglichkeit, Ihre Fragen an unsere Experten zu stellen. Die werden Sie aber erst gegen Ende der Veranstaltung aufgreifen, sofern Sie sich nicht im Laufe der Diskussion schon erledigt haben. Und hier auch schon meine erste Frage an Sie. Welche Eigenschaften verbinden Sie mit Selfies? Als ich neulich einem Bekannten von unserer Ausstellung erzählte, war die erste Reaktion des zugegebenenmaßen etwas älteren Herrn: Ach, das sind doch diese narzisstischen kleinen Bilder. Also dieses Vorurteil begegnete mir dort schon wieder. Aber gehen Sie doch mal in sich. Was verbinden Sie mit Selfies? Ist es für Sie A wie Angeberei, N wie Nähe oder S wie Spaß oder doch wie Sucht? Dieser Selfie-Kosmos ist unglaublich groß. Frau Kuhhut, fallen Ihnen gleich ein paar Begriffe ein? Welche Eigenschaften verbinde ich mit Selfies? Also ich verbinde mit Selfies zuerst, dass sie ein Kommunikationsmedium sind. Und ich denke, dass das eine Eigenschaft ist, die Sie wesentlich auch von vorherigen Selbstporträts der Kunstgeschichte zum Beispiel, auch fotografischen Selbstporträts, durchaus unterscheidet. Also das heißt, Kommunikationsmedium, wir machen ja nicht nur Selfies, um sie irgendwie für uns selbst auf dem Handy zu haben, sondern wir wollen sie verschicken an die Familie, an Bekannte, an Freunde oder auch an eine digitale Öffentlichkeit auf Instagram, Facebook und Co. Also ich denke, für mich ist dieser Austausch sicherlich das wichtigste Merkmal von Selfies, auch als vielleicht nicht nur einem Bildgenre, sondern auch einer Bildpraxis. Herr Ulrich, ganz spontan zwei, drei Begriffe. Ach so, okay. Das war wohl zu viel. Ja, ganz spontan zwei, drei Begriffe. Ach, was Sie gesagt haben, also Spaß ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Begriff. Da kommt das Kommunikative auch wieder ins Spiel. Also ich glaube, bei den meisten Selfies, die entstehen, macht man schon mit Blick auf ein bestimmtes Publikum, auf Adressaten. Entsprechend verzieht man vielleicht sein Gesicht oder bringt ein Gag unter. Also das ist sicher bei ganz vielen Selfies wichtig. Bei anderen Selfies geht es vielleicht auf eine andere Art darum, in Kommunikation
Kommunikation zu kommen, vielleicht jemand anderen herausfordern oder man möchte einfach auch wirklich ein bisschen angeben, wo man gerade ist, wen man gerade trifft, was man gerade Tolles erlebt hat. Also klar, all das, was sonst in sozialen Verhältnissen eine Rolle spielt, spiegelt sich auch wieder in Selfies. Mhm. Schauen wir doch mal, was Mentimeter bislang an Ergebnissen gebracht hat. Weltbeteiligung, sehr schön. Kim Kardashian. Ja, Weltbeteiligung finde ich auch sehr schön, weil das eigentlich nochmal das ganz gut aufgreift, dass es eben jetzt nicht auffällt, wie dieser Vorwurf war, dass älteren Herren, den Sie gefragt haben, so halt man zieht sich zu sich selber zurück oder was wir mit Narzissmus erstmal verbinden. Jemand findet sich selber so schön, dass die restliche Welt eigentlich ihm gleichgültig ist oder er sie sogar verachtet, sondern im Gegenteil, man sieht die Möglichkeit, indem man sein Bild verschickt, auch als eine Chance, jetzt mit anderen enger in Verbindung zu kommen. Auch eine Art von, vielleicht bei denen, die die Bilder zugeschickt bekommen, wo man selber drauf ist, so eine Verbindlichkeit zu erzeugen. Man kann jetzt, muss ja dann auch wieder vielleicht mit dem Bild antworten, damit es nicht unhöflich ist und zu asymmetrisch ist. Und das stellt eben auch Nähe her. Auch den Begriff hatten Sie ja vorher schon mal ins Spiel gebracht. Ich sehe, dass der Begriff Spaß, der ist am größten geworden. Also unsere Zuschauer, Zuschauerinnen finden Spaß als das wichtigste Kriterium. Sehr schön. Also trifft sicher für viele Genres von Selfies zu. Ich hatte es ja selber auch gerade noch mal gesagt. Auch deshalb sollte man Selfies vielleicht ja nicht so überbewerten, oft von der Bedeutung, die damit verbunden ist. Sie sind oft was sehr Momentanes. Sie haben nicht den Anspruch, auf Dauergültigkeit zu haben. Da kommen wir gleich noch dazu. Kommen wir gleich drauf. Das wäre so jetzt ein großer Unterschied zum Selbstporträt und der langen Geschichte dieser Gattung. Da geht es nur selten um Spaß. Und das Gesellige drückt sich daran natürlich auch wieder ganz aus. Genau. Ne? Dass man oft ja auch Selfies gar nicht so sehr wie in der Anfangszeit alleine macht, sondern in Gruppen zum Beispiel, weil man gerade zusammen ist und sich auch zusammen in diesem Moment verewigen will. Frau Kuhut, Sie sind ja, wenn ich das verraten darf, Jahrgang 1989. Sie gehören also zur Generation Selfie. Sie sind offenbar mit Smartphone und Social Media aufgewachsen. Ihre Beschäftigung mit dem Thema, kommt es aus diesem Hineinwachsen in das Thema oder beschäftigen Sie sich eher als Wissenschaftlerin damit oder als Fotografin? Sie sind ja wirklich sehr vielseitig aufgestellt. Alles. Also ich denke, der erste Impuls war tatsächlich, mich als Wissenschaftlerin damit zu beschäftigen, weil ich Bildwissenschaft studiert habe auch oder meinen Schwerpunkt da immer gesehen habe. Und das Interesse kommt aber sicherlich natürlich aus meiner Biografie und mit dem Aufwachsen auch mit diesen Bildern und mit diesen Bildpraktiken. Und es ist ganz schön, weil in dem Moment, wo man natürlich irgendwie selbst, und ich würde sagen, ich bin sogar die erste Generation der sogenannten Digital Natives. Das heißt, ich kenne schon auch noch die Zeit, wo man keine Bilder von sich im Internet gepostet hat. Aber ich bin so reingewachsen und ich glaube, dass diese Erfahrung natürlich das wesentlich mitprägt auch, wie man darüber nachdenkt und dass man dieses Genre auch mittlerweile historisch so ein bisschen erfassen kann. Hand aufs Herz. Wie viele Selfies haben Sie in Ihrer Fotogalerie? Oh, das kann ich nicht sagen, aber Tausende, Zehntausende, ich weiß es nicht, also wirklich wahnsinnig viele. Ja, ich mache natürlich, ich mache viele Selfies, was aber auch damit zu tun hat, dass ich im öffentlichen Raum der sozialen Medien agiere und mich da auch präsent machen will. Also ich möchte schon, dass nicht nur meine Worte da zu lesen sind, sondern auch diese Stimme auch einen Körper bekommt und eine Präsenz, also ich eine Präsenz bekomme, dort an diesem Ort zu agieren. Und ich finde, dass Selfies dafür ein einfaches Medium sind, das zu machen, also sich selbst in diesen Raum zu bringen und genau, das dann natürlich dort auch zu ergänzen durch andere Dinge. Herr Ulrich, wir beide gehören nicht unbedingt zur Generation Selfie. Ihr Blick eher aus der wissenschaftlichen Perspektive oder inzwischen auch, sind Sie auch auf Instagram und Co.? Da bin ich eigentlich, da bin ich viel unterwegs, aber jetzt eher so beobachtend als selber aktiv.
Mein erster Impuls, mich damit zu beschäftigen, war einer, den ich oft habe, wenn ich mich entscheide, mich einem Thema näher zuzuwenden, so ein bisschen das Bedürfnis, man muss so die Rolle eines Anwalts übernehmen. Also wenn etwas so einen schlechten Ruf hat, allgemein so verpönt ist, alle schimpfen drauf, dann will ich wissen, ist das jetzt wirklich berechtigt oder kann man vielleicht nicht dieses Phänomen auch ein bisschen nochmal von der anderen Seite betrachten? Das war halt eher mal so ein intellektueller Ehrgeiz im Ersten und manchmal kommt man auch sehr schnell zu der Erkenntnis, völlig berechtigt, dass ein Phänomen auch von allen Seiten heftig kritisiert wird. Aber manchmal merkt man, na, vielleicht sind manche Urteile auch voreilig und man kann ein differenzierteres Bild finden. Und so war es dann auch bei den Selfies für mich. Mhm. Und ich selber habe immer noch keine eigene große Selfie-Karriere. Mhm. Was ich allerdings schon eine kleine Sammlung inzwischen habe, wenn ich irgendwo sehe, wo Menschen gerade Selfies von sich machen im öffentlichen Raum, und ich schnell genug bin, dann fotografiere ich diese Szene. Weil ich das wieder interessant finde, wie Menschen sich positionieren, gerade auch wenn es Gruppenselfies sind zum Beispiel, dann kann man ja sehr viel über soziale Hierarchien dann feststellen. Oder wenn es, man sieht ja auch öfters im öffentlichen Raum Influencer, die gerade jetzt irgendwie was aufnehmen, wie sind die gekleidet, wie sind die geschminkt. Also da kann man noch mal viel, viel besser verstehen aus dieser Beobachterperspektive heraus. Also das reizt mich dann schon, ja. Sie haben ja vorher auch schon das Stichwort Selbstporträts, also die künstlerischen Selbstporträts oder auch die fotografischen Selbstporträts angesprochen. Hierzu würde ich auch gerne erstmal ein Statement von Susan Bright einspielen lassen. Wie gesagt, Susan Bright kann nicht live dabei sein. Wir bitten, die Übertragungsqualität etwas zu entschuldigen. Wir hatten im Vorfeld Susan Bright gebeten, auch ihre Einschätzung, was die Unterschiede zwischen Selfies und Selbstporträts sind, uns kurz zu geben. Hier ihre Antwort. Film bitte ab. So I looked it up in the Oxford English Dictionary and it says a photographic self-portrait, especially one taken with a smartphone or webcam, and shared via social media. And for me, what's really crucial is the shared via social media. It's a selfie's taken to be shared on this space. So to understand a selfie, you've also got to understand the comments that complete it. So it's not just about the picture, it's about everything else that surrounds it. Vielen Dank, Susan Bright. Kurz zusammengefasst, Susan Bright hat die lexikalische Definition aus dem Oxford Dictionary zur Hand genommen und ihr ist der wichtigste Unterschied also zwischen Selfie und Selbstporträt, gängigem Selbstporträt, dieses Teilen in den sozialen Medien. Und auch diesen Kommunikationsfaktor, den Sie vorher schon erwähnt haben. Herr Ulrich, wir haben in der Ausstellung ein Titelbild von der Frankfurter Rundschau ausgestellt. Da wird Rembrandt als Meister der Selfies bezeichnet. Ein Gedankenspiel, eine hypothetische Frage. Was meinen Sie, würde Rembrandt heute eher zum Smartphone als zum Pinsel greifen? Was ist die Botschaft eines Selbstporträts, was eines Selfies? Ja, man kann bei hypothetischen Fragen zum Glück keine falsche Antwort geben. deshalb sage ich jetzt aber auch mal ganz mutig, natürlich würde er das tun. Rembrandt wäre heute ein King unter den Influencern wahrscheinlich, weil er ja gerade mit seinen frühen Selbstporträts, kleinformatige Radierungen, auch versucht hat, ja ein größeres Publikum erstmal, als er noch unbekannt war, auf sich aufmerksam zu machen, dadurch, dass er gezeigt hat, wie virtuos er verschiedene Gesichtsausdrücke beherrscht, wie virtuos er Sorgen in verschiedene Rollen schlüpfen kann und damit signalisiert hat, das kann er natürlich für alle Themen dann auch anwenden, diese Fähigkeiten, also sich hier schon versucht hat, als angehender Künstler auch
bekannt zu machen und so seine Karriere zu starten. Also so wie das heute viele Künstlerinnen und Künstler auch tun oder eben Influencer tun, da sehe ich den Unterschied nicht so groß. Natürlich, wenn man dann sich nicht diese frühen kleinen Radierungen anschaut, sondern die Selbstporträts, die Rembrandt dann ja zahlreich gemacht hat in seiner Laufbahn, also Ölgemälde, da ist der Fall schon wieder ein bisschen anderer. Da würde ich doch sagen, da ging es viel stärker auch darum, jetzt auch über den spezifischen Karrieremoment hinaus ein Statement abzugeben, ein grundsätzliches Selbstverständnis als Künstler zu äußern, das Verhältnis des Künstlers zu anderen Milieus der Gesellschaft zu reflektieren, sich mit der Mythologie in Beziehung zu setzen und so. Also da merkt man, da ist natürlich ein ganz anderer auch nochmal Anspruch dann im Raum. Und das ist selbstverständlich bei vielen Selbstporträts der Fall, jetzt nicht nur bei Rembrandt. Wir haben ja viele Künstler in der Geschichte, gerade der Malerei, die sagen, berühmt geworden sind, nicht zuletzt durch große Serien von Selbstporträts. Aber die waren ja eher für die Ewigkeit Die waren geschaffen. Für die Ewigkeit geschaffen. Natürlich, zum Teil ging es auch darum, erstmal Aufmerksamkeit zu kriegen, wenn wir an jemanden wie Gustave Courbet denken, der gerade auch in den jungen Jahren extra viele Selbstporträts gemacht hat, die so ein bisschen was Skandalöses hatten, also wo er sich in Rollen gebracht hat als Betrunkener oder als jemand, der im Liebeskummer kurz vor dem Selbstmord steht oder also sehr auch extreme Situationen, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Das ist vielleicht auch nicht so anders von der Strategie wie andere, die eben heute in den sozialen Medien versuchen, Aufmerksamkeit oder sprich Follower zu kriegen. Also Sie würden Selbstporträts durchaus, künstlerische Selbstporträts, durchaus als Vorläufer von Selfies? Manche ja, aber es gibt auch die haben wirklich eine ganz andere Funktion, vielleicht auch eine Memorialfunktion. Also geht es darum, dass ein Künstler vielleicht eher sich zeigen möchte, wie er möchte, dass er in der Nachwelt erinnert wird. Vielleicht, wenn wir an jemand wie Dürer denken, da wäre würde das eher eine Rolle spielen, sondern auch ein Idealbild von sich zu geben, auch zu zeigen, ein Mensch ist vielleicht noch mehr als nur ein kontingentes Individuum. Da steckt sozusagen noch ein, auch man will sich sozusagen auch als Teil einer Schöpfung zeigen, sondern beinahe auch sozusagen als Lobpreis des Schöpfers das eigene Gesicht nochmal in seiner ganzen Schönheit und Proportioniertheit zeigen. Also sowas kann ja auch eine Rolle spielen. Und das ist dann denkbar weit weg von dem, was heute die alltägliche Selfie-Praxis ist. Mich wundert allerdings manchmal schon ein bisschen, dass man jetzt gegenüber Künstlern, die sozusagen sehr intensiv in dem Genre Selbstporträt tätig waren, eigentlich nie diesen Narzissmus-Vorwurf bringt. Könnte man ja auch sagen, Künstler, der sich jedes Jahr dreimal selber malt und dafür vielleicht tagelang auch nur in den Spiegel guckt, ist doch auch ganz schön narzisstisch. Da kommt es eigentlich nie vor, vielleicht deshalb, weil man Künstlern dann doch attestiert, dass sie so eine höhere Legitimation haben, überhaupt Bilder zu machen. Und man aber immer noch, falls sich schwer tut, gerade bei dem Thema Selfie jetzt zu akzeptieren, dass eben heute im Grunde jeder Mensch auch plötzlich das Recht und die Möglichkeit hat, Bilder zu machen. Das ist ja so das historisch Neue, genau. Was Sie am Anfang auch, wo Sie mich netterweise zitiert haben, mit meinem zugeben sehr pathetischen Worten, aber vielleicht auch deshalb pathetisch, weil ich tatsächlich darin so einen großen Einschnitt sehe, sondern diese sehr visuelle oder bildliche Selbstbestimmung, die eigentlich das erste Mal jetzt für viele Menschen überhaupt gegeben ist. Frau Kohut, Sie hatten 2015 in Ihrem Blog mal geschrieben, lasst endlich die Kunst in Ruhe. Selfies haben keine Vorläufer. Das war 2015, ist 6 Jahre her. In Zeiten von Social Media können ja Welten dazwischen liegen. Die Entwicklung geht ja rasend schnell. Würden Sie das heute noch so sagen? Also generell stehe ich immer noch hinter dieser Aussage. Ich hätte jetzt auch die Frage, ob Rembrandt heute Selfies machen würde, erstmal impulsiv mit Nein beantwortet. Aber ich meine natürlich, er würde keine Selfies als Kunst machen. Natürlich, also das, was Wolfgang Ulrich gerade geschildert hat, zielt ja jetzt auch auf eine ergänzende, also die Kunst auch vermittelnde Praxis. Und ich denke natürlich schon, dass der Hauptunterschied ist, dass jetzt hier das Rembrandt ein Kunstwerk auch schaffen wollte, das mit bestimmten Materialien entstanden ist, das eine gewisse Dauer hat und entsprechend auch ganz andere Formen der Rezeption einfordert, als das jetzt aktuelle Selfies machen. Deswegen würde ich auch immer noch gerne diesen Unterschied betonen,
denn damals trotzdem, also dieser Text entstand eigentlich vor dem Hintergrund, dass zu dieser Zeit wahnsinnig viele Ausstellungen entstanden sind, vom Rembrandt zum Selfie, die diese Traditionslinie aufgemacht haben und aus meiner Perspektive auch immer so ein bisschen diese beiden Bildgattungen gegeneinander abgewogen und ich würde eben sagen ausgespielt haben, weil wozu bringt man diesen Vergleich? Man vergleicht natürlich, um das eine ab und das andere aufzuwerten oder vielleicht auch das eigentlich Abgewertete wieder aufzuwerten. Und ich wollte meinem Missfallen diesem Phänomen gegenüber Ausdruck verleihen. Denn natürlich gibt es trotzdem, also Selfies sind natürlich mittlerweile so ein etabliertes Bildgenre, dass ich auch bildende KünstlerInnen mittlerweile auch so auf eine Art und Weise damit auseinandersetzen können, wo ich sagen würde, dieses Selfie kann natürlich auch mal Kunst sein. Aber wenn wir von Selfies sprechen, dann sprechen wir ja meistens doch von einer Alltagsgattung, also einem Alltagsbildphänomen. Und das ist natürlich immer, finde ich, ein Unterschied. Und auch nicht in diese Tradition eben insofern einzubinden, als dass Selfies nicht immer eine Praxis auch zum Beispiel der Selbstbefragung sind. Also wir hatten das jetzt schon oft, es geht sehr, sehr viel häufiger um Kommunikation, um Geselligkeit und auch gerade dadurch, dass Selfies so standardisiert sind, glaube ich, als Format auch, wie sie aussehen, wie die Komposition ist, wie die Praxis darum ist, führen sie auch eigentlich eher dazu, dass man sie verwendet, um sich Gruppen anzuschließen, Aussagen damit zu tätigen, Teil einer Gesellschaft oder einer Gemeinschaft zu sein und weniger eigentlich sich selbst zu befragen oder nochmal hervorzuheben oder herauszuheben oder was Einzigartiges zu machen, was sich jetzt von allen anderen explizit unterscheiden würde. Sie haben gerade angesprochen, es ist die Verwendungsart von Selfies. Wir haben in unserer Ausstellung eine Straßenumfrage gemacht und die Passantinnen und Passanten in Leipzig gefragt, wie nutzen sie Selfies? Nun interessiert uns natürlich auch Ihre Meinung, liebes Publikum zu Hause. Es wird Zeit für die zweite Abstimmungsrunde. Wie nutzen Sie Selfies? Wenn Sie bei der ersten Frage sich schon beteiligt haben, bekommen Sie die Frage automatisch nochmal oder neu gestellt. Wenn Sie gerade erst zu uns zugestoßen sind, herzlich willkommen und Sie können sich entweder über die Website menti.com anmelden oder den eingeblendeten QR-Code verwenden. Den Zugangscode finden Sie auch im Chatverlauf. Hier sind nun meine Fragen. Wie nutzen Sie Selfies? Entweder als digitales Tagebuch, als Spiegel, um das Aussehen zu überprüfen, um die Umwelt am Leben teilnehmen zu lassen, um viele Likes zu sammeln, oder Sie machen gar keine Selfies. Während der Straßenumfrage war ich überrascht, wie positiv, wie offen die Leute uns geantwortet haben und auch wie unterschiedlich. Eine Befragte gab an, dass sie tatsächlich Selfies nur macht, um den Sitz ihrer Haare zu überprüfen und dann die Selfies eigentlich alle löscht. Ein jüngeres Pärchen hat erzählt, dass es die Selfies als zeitgemäßes Medium zur Kommunikation nutzt. Und andere haben gesagt, sie empfinden es als Angeberei und andere wiederum, dass es für sie auch ein Zeichen von Selbstbewusstsein ist. Man fühlt sich gut und möchte das mitteilen und versendet dann diese Selfies. Wir können schon mal auf die Umfrage schauen. Tatsächlich 39% nutzen ein Selfie als Spiegelvariante. 29% als digitales Tagebuch. Der Kommunikationsfaktor oder diese, um Anerkennung zu bekommen, 0%. Mag ich das glauben? Das sagt viel über die ZuschauerInnen aus. Keine Influencer. Genau, keine Influencer dabei.
Ich meine, das mit dem digitalen Tagebuch finde ich interessant. Die Zahl überrascht mich jetzt heute am ehesten, wie hoch sie ist. Ja. Da müssen wir jetzt vielleicht nochmal nachfragen, genauer, was heißt digitales Tagebuch? Weil wenn es aber gerade dieser Typ ist von Selfies zu zweit, zu dritt oder selbst wenn man Urlaub macht oder wenn man irgendwo was Besonderes erlebt, dann passt es wieder. Dann halte ich das schon, kann ich das nachvollziehen. Dann ist das digitale Tagebuch ja ein bisschen die Fortsetzung dessen, was früher das Fotoalbum war. Und man würde es vielleicht auch anderen zeigen, aber vielleicht eher dann nicht posten über einen Social-Media-Kanal, sondern wenn man nach dem Urlaub eben wieder seine Freunde trifft, mit denen dann die Bilder durchgehen und erzählen anhand der Bilder. Also es ist, auch hier würde ich schon sagen, meist noch eine soziale Dimension im Spiel, aber nicht so viel anders wie früher beim Fotoalbum auch. Oder bei der Dia-Show. Oder beim berühmt-berüchtigten Dia-Abend, genau. Ja. Und das mit dem Spiegel, ja klar, ich meine natürlich, man hat oft auch keinen Spiegel dabei, aber ein Smartphone eben schon. Und zu den vielen Funktionen, die Smartphones einnehmen können, gehört das dann eben auch sagen, als Spiegel zu fungieren. Da muss man ja vielleicht noch nicht mal auf den Auslöser klicken, da reicht es ja schon, wenn man die Kamera anmacht, um festzustellen, ob die Haare richtig sitzen. Kommunikation ist ja wirklich, war jetzt vielfach schon ein Zauberwort. Auch um noch mal auf diese Definition, die Susan Bright angebracht hat vom Oxford Dictionary, also dieses ganz eng gebundene, das Selfie macht man mit dem eigenen Smartphone oder mit der Webcam, aber man macht es selbst und teilt es dann in den sozialen Medien. Jetzt stellt sich mir die Frage, sind dann Selfies, die ich nur in der Bildergalerie habe, gar keine Selfies, wenn ich die nicht verschicke? Hat sich die Definition inzwischen auch geweitet, gewandelt? Ist nicht auch ein Porträt, das jemand anders macht, ein Selfie, wenn ich es dann verschicke? Wie sind so Ihre Erfahrungen? Also meine Antwort wäre, ich presche jetzt mal vor, meine Antwort wäre zu sagen, es ist trotzdem ein Selfie. Tatsächlich, ich würde sagen, es gibt Selfies als Bildgenre, das einfach ein bestimmtes Motiv beschreibt, nämlich dann wirklich ein Foto, dem man ansieht, dass eine Person drauf ist, die sich selbst fotografiert hat, also sei das jetzt mit dem Stick oder mit dem Handy oder und so weiter. Da würde ich dann schon den Unterschied machen, wenn man über dieses Bildgenre spricht, zu klassischen Porträts oder auch Selbstporträts, die nicht unbedingt sozusagen noch die Verbindung zum Körper anzeigen. Aber es gibt natürlich auch Selfies, die man publiziert. Also Selfies machen und Selfie publizieren, finde ich, sind so zwei Dinge, die viel miteinander zu tun haben, aber doch auch sehr voneinander getrennt ablaufen können. Denn ich denke, die meisten Menschen machen zwar Selfies, publizieren sie aber nicht, sondern verschicken sie privat. Und die Menschen, die Selfies publizieren, haben, glaube ich, einen ausgedehnteren Begriff von den Selfies als Genre. Versteht man jetzt, was ich meine? Genau, also da würde ich sagen, sind es oft Personen, wir haben es gerade schon gesagt, die InfluencerInnen, die natürlich auch vielleicht ein Bild-Selfie nennen, was eigentlich ihr sogenannter Instagram-Boyfriend gemacht hat. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Genau. Ja, das wäre ein interessanter Punkt. Kann ein anderer ein Selfie von mir machen? Ich würde sagen, klar, man dehnt den Begriff dann in jedem Fall, weil es ja schon als zwangsläufig erscheint, dass man es selber macht. Aber angenommen, es ist ein Bild, wo man vielleicht eine typische Selfie-Grimasse wiederum macht, auch ein Duckface macht, aber jemand anders macht das Foto, dann würde ich sagen, ist es vielleicht im Ergebnis doch wieder ein Selfie, weil es für jemanden Dritten, der das Bild sieht, sofort in dieser Tradition steht oder dazu gehört und auch dieselbe Aussagequalität hat. Da will jetzt einfach jemand mal gerade so einen Witz mithilfe seiner Mimik machen und vielleicht eine ganz bestimmte Reaktion bei einem Dritten erzeugen. Also insofern können wir den Begriff schon ein bisschen dehnen, aber grundsätzlich finde ich diese Definition aus dem Lexikon immer noch mal die sinnvollste Grundlage. Und dann kann man an den einzelnen Parametern natürlich so ein bisschen schieben. Aber das fände ich immer noch, auch jetzt, obwohl die seit 8 Jahren oder was alt ist, immer noch erstmal die grundsätzlich gültige Definition. Ja. Die Definition kam 2013 ins Oxford Dictionary als Wort des Jahres gewählt. Und wir haben das für die Ausstellung auch mal überprüft. Es ist wirklich weltweit verbreitet, von Japan über Spanien, wie auch immer. Überall die gleiche Definition.
Ja, wir kommen zur Gretchenfrage des Ganzen, zur Kernfrage, Fluch oder Segen, was Selfies mit uns machen. Und ich würde das Publikum nun ein letztes Mal bitten, an einer Abstimmungsrunde teilzunehmen. Für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Nochmals kurz den Hinweis, Sie können entweder den eingeblendeten QR-Code scannen oder nutzen den im Chat eingeblendeten Direktlink, um an unserer Umfrage teilzunehmen. Selfies sind für mich eher Fluch, eher Segen, kann mich nicht entscheiden. Wie sieht es denn in Ihrer Umgebung aus? Wie sind da so die Stimmungsbilder? In meiner Umgebung würde ich sagen, in meiner privaten Umgebung Segen. Einfach aus dem Grund, dass, glaube ich, der Kontakt zur Familie und zu Freunden durch sehr viel mehr Nähe, sag ich mal, gekennzeichnet ist, obwohl man sehr fern voneinander lebt. Und also im beruflichen Umfeld könnte ich mir vorstellen, dass dann doch der Fluch überwiegt. Denn natürlich, es ist gerade immer noch im akademischen Diskurs ein Phänomen, dass häufig eben dieser, wie schon oft angesprochenen Kritik, Narzissmuskritik, um es jetzt mal so auch genauso platt zu formulieren, wie es oft kommt, unterliegt. Und insofern, ja, Fluch und Segen kann mich nicht entscheiden, gibt es glaube ich nicht. Ja, oder ein sowohl als auch. Ja. Ah, der Segen nimmt zu. Ja. Ich habe nochmal für den Segen geworben, glaube ich. Ja, das glaube ich auch, ja. Ich würde ja auch nochmal für den Segen werben. Mal schauen, ob wir nochmal ein paar Prozente rausholen können. Vielleicht, wenn man gar nicht so auf die eigene Umgebung schaut, sondern doch nochmal auch berücksichtigt, dass es ja ein globales Phänomen ist, über das wir hier sprechen. Und dass es ja jetzt schon auch so vielleicht viele Regionen der Welt gibt, wo tatsächlich das erste Mal in der Geschichte Menschen die Chance haben, überhaupt auf sich aufmerksam zu machen, sichtbar zu werden, auch für eine größere Öffentlichkeit sichtbar zu werden. Also ich hatte vorhin mal ganz kurz das Schlagwort genannt, so bildliche Selbstbestimmung, visuelle Selbstbestimmung, das scheint mir doch ein ganz wichtiger Punkt zu sein, zum Beispiel gerade für Menschen, die Minderheiten angehören, die auch rein schon visuell oft unterdrückt waren oder eben nur aus einer Fremdperspektive sichtbar wurden, sondern die Mehrheit hat die Minderheit abgebildet oder sagen, die Sieger der Gesellschaft haben sagen, auf die Verlierer geblickt und die einzigen Bilder, die es von den Verlierern gab, waren sagen, wieder von den Siegern in Auftakt gegeben, kommuniziert, gestaltet. Oder gerade auch, wenn es um Feminismus geht, wie lange konnten Frauen eigentlich, waren sagen, nur die Objekte von Bildern, aber nicht auch Subjekte. Und also wenn man das mal sich anschaut, dann sind natürlich vielleicht insgesamt die Smartphones, aber gerade Selfies als eben das Genre, wo der Mensch selber im Zentrum steht, extrem wichtig. Oder auch eine politische Dimension, ja noch oft in einer anderen Hinsicht, wir hatten ja in den letzten 10, 15 Jahren, seit es dieses Phänomen gibt, ja etliche auch Oppositionsbewegungen, Bürgerbewegungen, die nicht zuletzt über Selfie-Proteste in den sozialen Medien auch überhaupt erst in Gang gekommen sind oder vielleicht dann erfolgreicher wurden, als sie sonst hätten sein können. Oder sie haben in ihrer Ausstellung, das ist ein Fall von Ai Weiwei, der verhaftet wurde, gerade in China, gerade noch ein Selfie machen konnte. Damit wusste das Regime, sie können ihn jetzt nicht einfach verschwinden lassen. Da wird nachgefragt. Also wo ganz konkret solche Selfies vielleicht auch schon Leben gerettet haben. Und wenn man also diese Perspektive nochmal im Blick nimmt, dann glaube ich, ist schon der Segensfaktor zumindest nicht ganz abzusprechen. Wir kommen sicher gleich auch nochmal auf den Fluch. Herr Ulrich, Sie sind ein ausgezeichneter Anwalt in Sachen Selfies. Ja, Sie haben ganz wichtige Punkte angesprochen. Also einmal die Wirkungsmacht, die Selfies haben und auch diese Hoheit über das Bild. Ja. Ist nicht mehr nur wenigen vorbehalten, sondern die Selfie-Macher, ich glaube, das haben Sie auch in Ihrem Büchlein geschrieben, sind Produzenten, Regisseure und Darsteller zugleich.
das kann natürlich, ist natürlich auch schnell mal eine Überforderung, ja, wenn man so viele Rollen spielen, ja, muss. Dann kommt der Fluch auch schon wieder gleich vielleicht auch hintenrum rein. Dass natürlich, wenn gewisse Standards gesetzt sind, muss man die erfüllen. Es entstehen neue Normen, wo man auch scheitern kann, wo man sich unglücklich fühlt, weil man irgendwie da nicht reinpasst. Mhm. Also die Kehrseite soll überhaupt nicht verleugnet werden. Ich fände es nur schade, wenn man sagen, nur auf dieser Fluchebene stehen bliebe. Wir sind dabei geblieben. Frau Kohut und Herr Ulrich sind wirklich ausgezeichnete Anwälte in Sachen Selfie. Eher Segen, 44%. Eindeutiger Sieger, ja. Wunderbar. Ich würde jetzt darum bitten, auch noch mal Susan Bright zu Wort kommen zu lassen, bevor wir noch in die Diskussion Fluch und Segen weiter einsteigen. Susan Bright war mit einer Studentengruppe in New York unterwegs und erzählt uns ihre Erfahrungen oder ihre Beobachtungen, wie die Studentengruppe mit Selfies umgegangen ist. Film bitte ab. And I used to teach a selfie class to undergrad students in New York. And it was really fascinating because it was that generation that really have grown up with them, who do them all the time. And so these were kids who are like 17, 18. And they really liked them. They found them really empowering. They'd put them up there to cheer themselves up because of the likes, because they get lots of likes. But they're also funny and ironic. They know, they're very knowing. You know, they're not taking themselves too seriously. And they're very aware of the tropes and they play with them. Flip it, of course, there are negative things as well, and these need to be noted, that they can kind of be like a self-surveillance, that they, you know, they can be overcritical. You can kind of keep taking them and keep taking them because you're never happy with them. And there is a focus on individualism as well, rather than community. Kurz zusammengefasst, die Erfahrung mit den 17-, 18-Jährigen, sie haben sehr viele Selfies gemacht, sind sehr, empfanden die als bestärkend, Selbstbewusstsein fördernd. Die Studenten haben sich aber auch nicht so ernst genommen, sind sehr humorvoll damit umgegangen, also haben damit auch gespielt. Und Susan Bright weist aber auch darauf hin, dass diese Selfies ja auch so einen überkritischen Blick auf sich selbst fördern können. Jetzt sind wir schon wieder bei dieser Selbstbespiegelung. Und auch, sie verweist auch auf die Vereinzelung hin. Ich würde jetzt gerne auf diese negativen Schlagzeilen noch mal eingehen. Also alle Klischees, die man mit Selfies in Verbindung bringt, noch mal aufgreifen. Wussten Sie, liebe Zuschauer, eigentlich schon, dass 5-mal mehr Menschen durch Selfies sterben als durch Haie? Dass sie durch Selfies ein gestörtes Körperbild entwickeln können? Dass die Selfie-Sucht Narzissten entlarvt und dass das Urlaubsglück durch den Selfie-Wahn hochgefährdet ist. Also nochmals, der schlechte Ruf ist allgegenwärtig. Selfies sind höchst gefährlich. Es ist ja ein Widerspruch in sich. Millionen über Millionen Selfies werden tagtäglich gepostet. Viele haben Spaß dabei und doch ist dieses schlechte Image bleibt haften. Ich habe mich dabei mal gefragt, ob das nicht auch diese Ablehnung, ob das nicht auch so eine typische Generationsfrage ist. Also ob diese Selfie-Kultur vielleicht als Jugendkultur gelten kann und die Elterngeneration, die ältere Generation, die damit mit der neuen Technik auch nichts anfangen kann, automatisch das ablehnt. Ich würde sagen, nein. Nein. Und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube wirklich, also wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, in welchem Alter man Selfies macht, würde ich sagen, dass mittlerweile auch die Ältesten Selfies machen. Also wenn, glaube ich, ist es hier ein Unterschied von einem bestimmten Milieu, dass man natürlich irgendwie in den Feuilletons dieser Welt und in den Museen dieser Welt
andere Menschen sitzen hat als diejenigen, die vielleicht tagtäglich Selfies machen. Ich glaube aber, es ist insofern eine Generationenfrage, als dass man in eine neue Mediengeneration eigentlich eingestiegen ist und dass sich die aktuelle Medienlandschaft und mit allem, mit was sie zusammenhängen, die neuen Bildtypen, die entstanden sind, die neuen Bildpraktiken, die neuen Rezeptionsweisen, sich sehr stark unterscheiden von der Medienlandschaft, die bis in die 90er Jahre, bis es halt Smartphones gab ungefähr, bis zu den sozialen Medien vorgeherrscht hat noch. Aber natürlich orientieren wir uns noch an alten Formen der Rezeption, an alten Formen der Darstellung. Also wenn wir jetzt irgendwie in die 90er Jahre gehen, da hat man natürlich, also war die mediale Umwelt geschaffen, erzeugt worden durch hochidealisierte Bilder von idealtypischen Menschen, könnte man fast sagen. Man hatte aber auch natürlich gar nicht die Motivation, hier Diversität zu zeigen. Also es ging sogar ganz im Gegenteil darum, möglichst ein Symbol zu haben, das alle Menschen anstreben können eventuell, aber das natürlich niemanden, also keinem realen Menschen weiter entspricht. So ist es ja eigentlich auch mit dem Emoji am Ende. Ne? Also es ist einfach ein Kreis mit einem Gesicht. Es hat kein Geschlecht, es hat keine, es hat dann irgendwie doch eine Farbe bekommen, aber erstmal ist es natürlich frei von diesen Ansprüchen an Diversität. Und das hat sich, glaube ich, mit dieser neuen Medienlandschaft, die natürlich es ermöglicht, dass alle daran partizipieren können, was definitiv ein Segen ist, hat sich das geändert. Man hat jetzt diverse Bilder, man sieht jetzt, wie viele unterschiedliche Menschen Teil der medialen Umgebung sind und möchte natürlich auch selber dazugehören. Und ich glaube, dass man in diesem Umgang mit diesen Bildern und auch in dieser Umbruchszeit, glaube ich, in der man sich noch befindet, sehr viel noch lernen muss einfach, wie man Bilder zu bewerten hat, wie Bilder adressiert sind, auch wie man Bilder zu machen hat. Und diese ganzen Eitelkeiten, die kommen natürlich zustande, weil wir immer noch an diese Idealbilder aus den 90er Jahren denken, weil wir immer noch aussehen wollen wie Heidi Klum und es uns noch nicht hilft, dass ihre Tochter irgendwie auch zeigt, dass sie Pickel hat auf Instagram. Aber diese Tendenz ist ja da, Vielfalt zu zeigen. Und ich glaube, dass sich das auch ändern wird, wenn man einfach noch sehr viel mehr Umgang damit hat und dadurch auch entsprechende Umgangsformen überhaupt erst entwickeln kann, die im Moment, glaube ich, noch nicht da sind oder noch nicht voll ausgeprägt sind. Ich meine, diese Diversität, von der du sprichst, die ist ja auch so für viele erstmal auch anstrengend, so diese Vielfalt, die da plötzlich einem begegnet, das einzuordnen. Da sind Dinge dabei, die einem dem eigenen Geschmack widersprechen, die einen erschrecken vielleicht auch. Und deshalb kommt es dann halt auch immer erstmal zu so einem abwehrenden Urteil, vielleicht auch zu einem Urteil, was aus einem gewissen Klassismus heraus formuliert ist. Man trauert so noch der guten alten bildungsbürgerlichen Welt nach, wo klar war, was zum Kanon gehört und was nicht und wo so alles schön geordnet war, und das findet man jetzt auf einmal nicht wieder. Und dann kommt eben halt erstmal so eine affektive Ablehnung, die kann ich auch ein Stück weit erstmal verstehen als Reaktion. Und man kann nur hoffen, dass es eben Übergangsphänomen ist, bis man auch gelernt hat, so mit den neuen Kategorien, mit der Vielfalt umzugehen, bis man es auch dann vielleicht gut finden kann, dass man jetzt eben plötzlich auch dass Menschen sichtbar werden, die bisher eher unsichtbar geblieben waren. Aber diesem Schönheitsideal zu entsprechen, das wird ja diesem Selfie-Boom auch vorgeworfen, diese verzerrte Körperwahrnehmung, und dass jetzt ganz viele oder zunehmend vor allem Frauen zum Schönheitschirurgen gehen und ihr bearbeitetes Selfie mitbringen, also nicht wie früher gesellschaftlichen Zeitschrift ein Model zeigen und die Nase haben möchten, sondern ihr geschöntes Selfie vorzeigen und ich möchte bitte so schön aussehen wie auf diesem Selfie. Das ist ja auch ein Trend, der nachweisbar ist. Ja, und das ist natürlich auch definitiv ein Problem, weil aber auch das, glaube ich, beruht auf auf dieser neuen Medienlandschaft und auf der Tatsache, dass man jetzt auch erst lernen muss, dass man natürlich vielleicht im Internet, im Social Web nicht man selbst ist, oder natürlich irgendwie auch, aber eher sich so als Avatar eigentlich begreifen muss, denn das ist natürlich das, was diese ganzen Filter machen. Sie machen einen ja nicht zu sich selbst, sondern sie verstecken einen ja eigentlich. Sie dienen ja eigentlich auch dazu, sich eben mal schnell eine Maske aufzulegen und nicht jetzt sozusagen zu zeigen, wer man wirklich ist.
Aber natürlich, man gefällt sich dann auch und irgendwann stellt man fest, dass diese Optimierung ja vielleicht auch eine Manipulation ist und dann will man das angleichen und fängt natürlich an, entsprechend auch reale Eingriffe an sich machen zu lassen, um dann irgendwie auch diesem Avatar, sag ich mal, zu entsprechen, der da anstatt der eigenen Person im Netz kursiert. Und also das ist definitiv ein Problem, gerade, glaube ich, für jüngere Menschen. Aber auch da habe ich immer noch die Hoffnung, dass man mit ja, so neuen auch Umgangsformen oder auch einem neuen Sprechen über diese Bilder oder einer neuen Einordnung dieser Bilder genau vielleicht auch Gegentrends erzeugen kann. Aber dass natürlich, wie alle Bildgenres eigentlich auch, da eine gewisse Standardisierung auch oder eine gewisse Normierung zwangsläufig stattfindet, was aber auch stattfindet, wenn wir normal in den öffentlichen Raum gehen. Man will ja dazugehören, man will eben gar nicht sich sozusagen, viele Menschen wollen sich jetzt gar nicht wahnsinnig individuell zeigen, sondern sie wollen eigentlich aussehen wie alle anderen in Jeans und mit einem T-Shirt und einem Stufenschnitt und also so. Ne? Also diese Gegenbewegung nimmt ja auch zu. Also Body Positivity nimmt so, war anfangs ganz klein, aber es gibt ja immer mehr Influencer, die eben nicht nur ihre Produkte vermarkten, sondern auch für Vielfalt und Toleranz werben. Genau, also in dem Moment, wo was hochstandardisiert ist, ist es auch eine gute Fläche, dann davon sich wieder abzugrenzen und davon auch, also was natürlich viel, viel stärker so als Highlight dann auch wahrgenommen wird, wenn jetzt plötzlich nicht mal das gleiche Motiv wieder drauf ist, wie die ganze Zeit ohnehin schon im Feed und so weiter. Und natürlich gibt es sehr viele Gegenbewegungen, allerdings habe ich schon den Eindruck, dass es natürlich eher hier so ein Status einer, noch den Status einer eher subkulturellen Bewegungen hat, wenngleich die, die Ästhetik und die Darstellungsweisen schon im Mainstream durchaus angekommen sind, also in der Werbung oder auch in Fernsehsendungen sieht man natürlich irgendwie dieses Ideal von Body Positivity und Diversität, sieht man da schon, findet man schon, aber in der Praxis denke ich dann doch, dass es noch einen kleinen Bereich ausmacht von dem, was Instagram im Wesentlichen prägt. Und das sind natürlich dann meistens diese doch sehr standardisierten Bilder, die sich sehr anähneln und wo man auch merkt, die Menschen wollen sich eher mehr gleichen als voneinander unterscheiden, auch oftmals. Also es ist noch viel Luft nach oben. Ja. Ich möchte natürlich noch mal meine Rolle als Anwalt hier einnehmen und sagen, die Selfies sind jetzt hier nicht die Schuldigen an dem Problem, das ich auch nicht leugnen möchte, das es natürlich hier gibt, sondern also es gab zu allen Zeiten Normen, Schönheitsideale und nicht erst seit wir jetzt soziale Medien und Selfies haben. Der Unterschied ist ja, jetzt haben wir einfach eine medizinische und technische Möglichkeiten, diese Ideale tatsächlich auch viel weitergehend dann in den Körpern umzusetzen als je zuvor. Aber ich bin ganz sicher, hätte es so eine Medizintechnik wie heute vor 200 Jahren gegeben, da hätten sich alle Frauen klassizistische Nasen machen lassen und aussehen wollen wie irgendeine antike Göttin. Also das, weil einfach das ein so damals beherrschendes Schönheitsideal war und dem konnte man sagen, leider nicht nachkommen. Da hat man dann eher darunter gelitten, dass man das nicht erreichen konnte. Aber der Versuch, mit solchen Idealen nachzueifern, gab es, glaube ich, immer. Und umgekehrt gefragt, wie schlimm fänden wir eine Gesellschaft, in der solche Ideale überhaupt nicht gäbe als Orientierungspunkte? Naja, aber gut, das Selfie ist ja insofern schon relevant, als dass es eben eigentlich ein Genre ist, was fast jeder Mensch, ich meine, diesen Idealen anzugleichen, das war ja auch einer kleinen Minderheit an Menschen eigentlich vorbehalten und nicht jeder hat sich gedacht, jetzt lasse ich mich mal hier auf dem OP-Tisch nieder und mir eine neue Gestalt machen. Heute macht natürlich jeder Selfies und es wird eben auch bevorzugt behandelt von den Plattformen. Also bei Instagram sind die Algorithmen so eingestellt, dass natürlich Selfies, ich sage jetzt natürlich, warum eigentlich, ich weiß es nicht, aber es ist nun mal so, dass Gesichter und meistens sind natürlich das Selfies dann auch häufiger angezeigt werden, auf mehr Feeds angezeigt werden und deshalb auch dieses, ich fand die Frage vorhin oder die Antwort, die mögliche Antwort, um Likes zu sammeln, total plausibel. Also ich zum Beispiel poste vor allem Selfies, um Likes zu sammeln, weil ich weiß, wenn ich jetzt ein Selfie mache, dann, es geht mir natürlich um den Text auch oft, der da drunter steht oder auch nicht oder um eine bestimmte Vermittlung von was anderem, aber ich weiß, wenn ich jetzt ein Selfie mache, dann wird das öfter geliked, weil es öfter angezeigt wird vom
Algorithmus. Und wenn ich jetzt ein Foto von einem Buch mache, dann wird das eben nur sehr selten angezeigt. Mhm. Ich kann die Frage nicht beantworten, warum das so ist, aber insofern, das Selfie als Format ist schon eng damit verbunden, auch mit diesen Schönheitsnormen. Und natürlich auch im Allgemeinen stellt man sich ja natürlich immer, stellt es immer die Frage nach auch der eigenen Eitelkeit oder fordert heraus die Menschen. Es ging mir gerade nochmal so um die Rückwirkung vom digitalen Bild zum analogen Bild. Also digital kann sich natürlich jetzt jeder beliebig verändern. Ja. Die Frage ist, will man das dann analog, kann man das analog? Und das ist halt überhaupt heute das erste Mal möglich, dass es auch möglich ist, analog das Bild zu verändern. Stimmt auch. Ich würde gerne mal die Zeit rast, nochmal auf diesen Narzissmusvorwurf zurückgehen. Jetzt werden nämlich schon uns die Fragen angezeigt, aber Herr Ulrich, noch mal ganz kurz. Sie hatten mal gesagt, jedes alte Selbstporträt, bei dem der Künstler in den Spiegel starrt und jede Falte genau seziert, ist in der Logik viel narzisstischer als 99% der Selfies. Können wir das als Schlusswort zum Thema Narzissmus stehen lassen? Ich würde mir jetzt hier selber nicht widersprechen. Ich würde es auch immer noch so formulieren. Und ich glaube, wir haben ja jetzt in der Stunde ganz gut auch Aspekte gesammelt, warum das jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so befremdlich klingt, wie wenn Sie das Zitat am Anfang vorgelesen hätten, weil wir ja diese kommunikativen Funktionen angesprochen haben, diese sozialen Funktionen angesprochen haben, auch den Vergleich nochmal mit Selbstporträts schon gemacht haben aus der Kunstgeschichte, die ja oft halt, wo ein Künstler sich viel stärker idealisiert hat, wollte, dass ein perfektes Bild von ihm für alle Ewigkeit erhalten bleibt. Auch das Selbstbewusstsein hatte zu glauben, die Menschheit in Jahrhunderten interessiert sich noch dafür, wie ich ausgesehen habe. Also da würde ich sagen, ist Dürer immer noch im Zweifel viel narzisstischer als 99% derer, die heute Selfies machen. Wenngleich ich jetzt auch generell vielleicht mit dem Begriff Narzissmus ein Problem habe, weil er einfach einen Menschen pathologisiert. Und das möchte ich jetzt weder gegenüber einem Künstler tun, noch gegenüber einem Selfie-Produzenten tun. Genau, es pathologisiert. Ich möchte da noch kurz was anschließen, weil mich das auch immer total stört, dass einfach dieser sehr negative Begriff von Narzissmus natürlich gemeint ist. Und es gibt ja durchaus auch nicht nur einen destruktiven Narzissmus, der im Endeffekt ja auch darauf basiert, dass man mit sich unzufrieden ist, sondern es gibt natürlich auch einen konstruktiven Narzissmus. Hier passt auch gut die Besucherfrage. Selbstliebe, genau. Okay. Dazu, reproduzieren Selfies nur, was gesellschaftlich normal und schön ist, oder können sie auch eine Chance zur Selbstermächtigung sein? Frau Kohut, wollen Sie die Frage beantworten? Also was ich gerade sagen wollte, ist einfach nur, genau, es gibt natürlich auch einen positiven Begriff von Narzissmus und das Synonym dazu wäre eben Selbstliebe, die auch notwendig ist, um andere zu lieben und um andere sich zu vergesellschaften eben. Und diese Art von Narzissmus ist ganz natürlich, die ist auch nicht pathologisch gab es immer schon und wird es immer geben. Ich glaube aber trotzdem, dass es natürlich beide Formen von Narzissmus weiterhin gibt und sich wahrscheinlich auch beide ihre Ausdrucksform im Selfie finden können. Also so ist es nicht. Nur diese Art der Verallgemeinerung finde ich dann eben dem Zusammenhang schwierig. Und Selbstermächtigung war jetzt die Frage, ja, absolut. Also gerade natürlich im Zusammenhang, wir haben es vorhin schon angesprochen, mit Body Positivity, aber auch verschiedenen anderen Formen netzfeministischer Bilder, auf denen Frauen auch ihren eigenen Körper zeigen, oder nicht nur Frauen, alle Menschen, die bestimmten Erwartungen nicht entsprechen, ihre Körper zeigen können, so wie sie wollen und auch eigenständig ästhetisieren können und auch eigene Ästhetiken sich ausdenken können dazu und es schaffen, viele zu finden, die das auch gut finden und dadurch auch eine Norm in Frage zu stellen. Also vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist das ein gutes Medium der Selbstermächtigung. Auch natürlich, weil Selbstermächtigung immer, also es ist immer an diese Frage auch nach dem Körper gebunden, weil wir sind natürlich in unseren Körpern drin und ohne diese Körper, man kann darüber schreiben und man kann davon sprechen, aber es ist natürlich nochmal was anderes, auch Macht zu verkörpern und Selbstbewusstsein zu verkörpern. Das ist, glaube ich, schon etwas, was lange überhaupt nicht möglich war und erst jetzt möglich geworden ist. Also gerade für Minderheiten nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die bisher sich die einzelnen
da waren auch wirklich völlig vereinsamt und hilflos und ohnmächtig gefühlt haben. Jetzt merken sie plötzlich, indem sie ihre Art, wie sie sich selber sehen, das posten, dass andere ähnliche Bilder machen. Es entwickeln sich eigene Codes in bestimmten Szenen und Milieus. Also und die Selbstbestimmung ist ein ganz wichtiges Feld. Ermächtigung, Selbstbestimmung, das hängt hier unmittelbar zusammen. Ja. Wollen wir uns nach der Zukunft der Generation Selfie zuwenden? Wird sie sozial inkompetent sein? Wird die Frage gestellt. Also nach dem, was wir jetzt schon gesagt haben, also ich glaube aus unserer beider Sicht eher nein, sondern gerade auch Selfie ist eine soziale Praxis überhaupt, sondern die Fähigkeit auf sozialen Medien umzugehen, da gehört ja auch viel mehr dazu, als jetzt vielleicht nur ein Bild zu posten. Man muss ja bei dem eigenen Bild dann auch die richtigen Hashtags verpassen, man muss es im richtigen Moment posten, man muss sich kümmern, dass man die richtigen Follower hat und selber wieder anderen folgen. Also sind ja alles Tätigkeiten, die ja noch mit reinspielen und das sind im weitesten Sinn alles Social Skills, soziale Fähigkeiten. Also wieder das Stichwort Kommunikation. Ja. Es und ist ja ist doch ein Miteinander. Genau, also man sollte eben gerade auch so wie Selfie nicht nur darauf reduzieren, das ist jetzt ein Bild, das jemand von sich gemacht hat und hochgeladen hat, sondern sich vernetzen ist eben eine sehr vielschichtige Angelegenheit. Und deshalb kann ich im Fall sagen, es sind andere soziale Fähigkeiten, die man heute braucht als früher, aber auf keinen Fall führt jetzt der Umgang mit sozialen Medien dazu, dass man zu einem sozialen Krüppel wird. So wirklich Fluch würde ich nicht sagen. Es ist ja eine Entscheidung, es hochzuladen. Die Abhängigkeit kommt ja erst nach dem Post, wenn du das Dopamin suchst, die positive Reaktion deiner Follower. Das hatten wir ja vorher auch mit den Likes, mit der Anerkennung, die teilweise auch zur Sucht werden kann. Aber es funktioniert natürlich nach einem Belohnungssystem. Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt, ja. Und klar, jetzt halt gerade auch Menschen, die sonst wenig Bestätigung kriegen, für die ist das natürlich auch ein großes Glück, da jetzt auch mal Resonanz zu bekommen, zu merken, ein Bild wird geliked und man bekommt wegen eines Bildes neue Follower oder man erkennt, da sind ähnliche Menschen unterwegs, die vielleicht in ähnlichen emotionalen Lage sind und so. Also das, klar kann das süchtig machen, aber eben auch wieder diese Selbstermächtigung bedeuten. War auch hier oft schwer voneinander zu trennen. Wie hoch schätzen Sie die Kraft der Selfies ein in Bezug auf Gesellschaftskritik oder auch in der Dokumentation von beispielsweise Kriegen? Also die Wirkungsmacht von Selfies, die hatten wir vorher schon mal kurz angesprochen. Kurze Antwort. Ich glaube, man kann sie relativ hoch einschätzen, denn um es nochmal zu sagen, als natürlich ein standardisiertes Format können Selfies natürlich auch vor allem dazu dienen, sich einer Gemeinschaft anzuschließen, sich von anderen aber auch abzugrenzen, was dann auch meistens passiert, also nicht nur in Form von eigenen Selfies, Selfie-Protesten sozusagen, sondern auch zuletzt jetzt bei den sogenannten Impfies oder Impf-Selfies, wo man auch wieder beobachten kann, dass natürlich dann das Veröffentlichen dieses Selfies, also es ist natürlich ein politischer Akt, das zu veröffentlichen, denn wir alle kennen ja die Diskurse um das Impfen im letzten Jahr. Und es geht natürlich aber auch darum, sich zu einer bestimmten Gemeinschaft zu bekennen, öffentlich, und sich von einer anderen dadurch abzugrenzen. Ich fand es interessant, es gab im Zusammenhang mit diesen Impfselfies zum Beispiel dann immer den Hashtag Team AstraZeneca. Seneca zum Beispiel, also dieser verpönte Impfstoff wurde jetzt hier nochmal genommen, um sich in so einer bestimmten, auch Gesellschaft dann zu wähnen und von anderen abzugrenzen, die bestimmte Ansichten darüber haben, etc. Also insofern ist das Potenzial dazu, also Gesellschaft zu kritisieren, aber auch Gesellschaft mitzugestalten, aus meiner Perspektive sehr hoch, ja. Also gerade auch sowas wie die Black Lives Matter-Bewegung, glaube ich, wäre nicht so groß geworden, wenn nicht zum Beispiel auch immer wieder auch sehr problematische Verhaftungen oder Gewalt der Polizei gegenüber Schwarzen mit Selfies, oft dann auch mit Selfie-Videos, nicht nur mit einem Standbild dokumentiert worden wäre, wo die Menschen, die das beobachten, das dann in die Kamera reinschreien und dokumentieren und sichtbar machen und ihr eigenes Entsetzen sichtbar machen und solche sehr emotionalen
emotionalen Selfies oder Selfie-Videos können natürlich unter Umständen extrem viel auslösen. Und es ist so interessant, dass man sich da eben nicht mehr als Individuum ansieht in dem Moment, sondern ja schon eben auch als ein kollektiver, als ein politischer Körper, der sich vielleicht auch nochmal unterscheidet von dem Privatmensch, der ich hier bin. Mhm. Also im Netz bin ich eben nicht mehr unbedingt der Privatmensch, sondern bin eigentlich... werde so zu einer Art Repräsentant. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, was Sie sagen. Ja. Aber auch dieser Hinweis auf diese demokratisierende Kraft, die Selfies ja auch haben können, Berichte aus Kriegsgebieten. Wir haben in der Ausstellung ein Beispiel drin. Oder auch die Pfleger zu Corona-Zeiten, die auf ihre Zustände oder auf ihre Belastungen aufmerksam gemacht haben. Glauben Sie, dass Instagram als mediales Format sich irgendwann selbst erschöpft? Das ist eine Zukunftsfrage, die hätte ich auch als Schlussfrage gestellt. Wie sieht die Zukunft des Selfies aus? Wird es ein Strohfeuer sein? Kann man das schon absehen? Wird es sich verändern, anpassen? Wird es uns lange Zeit begleiten? Ich finde ja hier die zweite Frage eigentlich noch interessanter, nämlich wird Repräsentation nicht irgendwann bedeutungslos, wenn sie zum reinen Selbstzweck wird? Ja. Und ich glaube, dass sie eben auch hier schwingt ja wieder so ein bisschen der Narzissmusvorwurf so mit oder der Vorwurf sozusagen, man täte es als eine Art Selbstzweck. Und da würde ich eben sagen, das ist eben gerade nicht der Grund. Also ganz oft, also gerade im Kontext vielleicht auch, den wir gerade genannt haben, dass man ja, wenn man zum Repräsentant, zur Repräsentantin wird, in den öffentlichen Raum geht, dann sind Selfies wirklich der Körper zur Stimme, der Körper zu dem, was gesagt werden soll. Und deswegen, genau, das demontiert vielleicht die Frage so ein bisschen. Selfies, glaube ich, haben definitiv eine Zukunft. Instagram als Plattform würde ich mir jetzt nicht, genau, also da würde ich mir jetzt keine Prognose unbedingt machen wollen, weil natürlich kann man sich vorstellen, dass eine andere Plattform kommt, die interessantere Formate oder interessante Möglichkeiten auch von Bild- und Videoproduktion ermöglicht. Aber im Moment, glaube ich, ist sie auf jeden Fall das Hauptsoziale Medium von den meisten Menschen. Also insofern ein bisschen wird es wahrscheinlich noch gehen, aber es kann natürlich abgelöst werden durch andere Plattformen. Also zu Ihrer Frage Zukunft der Selfies würde ich auch glauben, dass sie noch eher am Anfang stehen ihrer Geschichte und nicht schon wie ein Strohfeuer es dem Ende entgegengeht. Ich denke, schon in der relativ kurzen Zeit, die wir jetzt Selfies haben, könnte man so ein paar Stilepochen unterscheiden. Mhm. Also am Anfang war sicher viel stärker diese grimassenhaften Gesichter und das Duckface und so. Und dann kamen die digitalen Filter als nächste Phase. Brauchte man das nicht mehr, um was Originelles zu machen oder auch was Spektakuläres zu machen, konnte man sich dieser Filter bedienen. Inzwischen sind viele Leute, stelle ich fest, dazu übergegangen, dass ihnen das nicht mehr genügt, mal schnell einen digitalen Filter zu nehmen. Wir machen jetzt aufwendiges Make-up oder inszenieren ihr Gesicht nochmal ganz anders oder verbinden jetzt vielleicht auch die Inszenierung des Gesichts mit Modeaccessoires oder anderen Aspekten noch. Und insgesamt aber glaube ich schon, dass jetzt schon 15, 20 Jahre Selfie-Kultur dazu geführt haben, dass vielleicht so das Bewusstsein so für die eigene Mimik, überhaupt das Bewusstsein dafür, dass man ein Gesicht hat und immer auch so ein Bild abgibt für andere, das ist schon gestiegen. Und das steigt vielleicht auch noch weiter und ist so künftig, so wie man lange Zeit vielleicht Epochen unterschieden hat, von der Kunstgeschichte her, was jetzt da stilprägend war und deshalb sagen wir, das ist Renaissance und das war Barock und so. So wird man vielleicht künftig von so großen grundsätzlichen unterschiedlichen Umgangsweisen mit der eigenen Mimik, mit dem eigenen Gesicht Kulturen oder Epochen unterscheiden. Allerletzte Frage. Mimik, Gestik, ganz wichtig. Auch das Maskenhafte wird ja auch immer vorgeworfen. Jetzt haben wir natürlich in Zeiten von Corona ganz andere Masken im Gesicht. Das heißt, unsere Mimik hat ja darunter gelitten. Maske hier, Maske da. Wie verhält sich das zu den Selfies? Also gut, in den Selfies, wie wir gesagt haben, primär mal auch ein Ereignis der sozialen Medien sind, waren sie ja davon untangiert, weil sagen der öffentliche digitale Raum war ja ohne Maskenpflicht. Insofern kann man sagen, war jetzt die Zeit ja auch nochmal eine Zeit, wo sagen dieser zweite, dieser digitale öffentliche Raum umso wichtiger wurde.
und da Dinge möglich waren, die jetzt eben im analogen Raum nicht mehr möglich waren. Zugleich glaube ich aber sogar, dass man beobachten konnte, dass auch gerade Menschen, die jetzt gelernt haben, ihr Gesicht sehr bewusst zu handhaben, zu inszenieren, weil sie vielleicht eine eigene große Selfie-Kultur bereits etabliert haben, dass sie sich vielleicht oft gar nicht so schwer taten, wie der Erwarten jetzt mit der Maske im öffentlichen Raum, sondern das auch als eine Chance gesehen haben, wieder sich zu inszenieren. Also zumindest noch in der ersten Phase, wo man noch nicht auf die FFP2-Masken angewiesen war, dann aus diversen Stoffen was gebastelt hat oder Slogans draufgeschrieben hat. Also das auch wieder gesehen hat als eine Fläche, die ich semantisch besetzen kann, wo ich eine Bedeutung dem geben kann und was signalisieren kann, kommunizieren kann. Ich kann zwar nicht mehr reden, aber ich kann trotzdem kommunizieren mit so einer Maske. Und das war ja schon durchaus auch nicht ganz unverbreitet als Phänomen. Lieber Herr Ulrich, liebe Frau Kohut, liebe Susan Bright in der Ferne, herzlichen Dank für diese Diskussion. Ich glaube, wir haben nur die Spitze des Eisberges, des Phänomens Selfies, überhaupt ankratzen können. Liebe Zuschauer draußen an den Bildschirmen, Ihnen vielen Dank fürs Einschalten, für Ihr Interesse, fürs Mitmachen. Ich appelliere oder ich motiviere Sie, noch die 2 Tage zu nutzen, F-Stop aufzusuchen in der Baumwollspinnerei oder digital unter f-stop-leipzig.de sich anzuschauen, was dort alles geboten wird. Nach diesem Besuch bei FSOP ab 5. April, 6. April, Juli, können Sie gerne bis zum Januar 2022 zu uns ins Zeitgeschichtliche Forum kommen. Die Ausstellung Immer Ich, Faszination Selfie wird noch so lange zu sehen sein. Wir haben noch weitere Veranstaltungen geplant. Die Termine stehen allerdings noch nicht fest. Auch hier verweise ich Sie auf unsere Website. Ja. Wir verabschieden uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank in die Runde. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Und wir machen jetzt noch ein Selfie, würde ich vorschlagen. Ja, auf jeden Fall. Ja.